Almost Famous 2010, so nennt sich der Kunstfotokalender, initiiert vom Fotografen Robert Steiner und 12 heimischen Firmen. Nach der Fertigstellung wurde er nun am vergangenen Samstag im Capuzini in Knittelfeld präsentiert. Kalender gibt es viele, doch nur einige von ihnen haben sich auch wirklich einen Namen gemacht. Egal ob der begehrte Pirelli-Kalender oder die Jungbauernkalender. Die Fans warten Jahr für Jahr sehnsüchtig auf die neuen Exemplare. Genau in diese Liste soll sich auch der Almost Famous 2010 Kunstfotokalender von Robert Steiner reihen. Bei der offiziellen Präsentation am vergangenen Samstag in Capuzini in Knittelfeld zeigten sich alle begeistert von der Fotokunst auf höchstem Niveau. 6 charmante Damen der Modelagentur Pro Fashion Models aus Graz posierten in Dessous für 12 heimische Unternehmen. Für die Mädels war es eine ganz besondere Herausforderung. Ja, ich würde mal sagen, dass jedes Model eine eigene größte Herausforderung bei den Shootings hatte. Dazu möchte ich vielleicht sagen, dass vielleicht im Schotterwerk die Katrin mit dieser großen Schaufel, in der sie drinnen stand, sicherlich eine große Herausforderung hatte, weil sie auch noch hohe Schuhe anhatte. Teilweise dann auch die Kälte oder eben die Hitze im Solarium. Also es hängt vom Fotografen, vom Model, die Visagistin hat wahre Wunder geleistet, also von den Haaren angefangen. Wir sind ja einmal am Tag umgestylt worden. Es hat einfach alles zusammengepasst. Ich glaube, es war das Gesamtpaket, was einfach super zusammengepasst hat, was diese große Leistung dann erst zustande gebracht hat. Sowohl die Location als auch die Umsetzung der Fotos wurde mit dem Kunden besprochen. Und so sind 12 unterschiedliche, sehr individuelle Fotos entstanden, die alle das Tätigkeitsfeld des jeweiligen Unternehmens widerspiegeln. Dieses Projekt ist einzigartig und steht für das künstlerische Engagement einer ganzen Region. Ich finde es toll, dass sich 12 mutige Firmen gefunden haben, die uns alle mitgemacht haben da. Danke nochmal. Wie zufrieden sind Sie jetzt mit dem fertigen Kalenderblatt? Ja, tipptopp. Ich habe es schon etwas früher gesehen bei einer Pressekonferenz. Ich muss sagen, ja, sensationell. Ja, ich war eigentlich einer der Ersten, die zu mir gekommen sind und das Projekt vorgestellt haben. Das hat mir sofort gefallen. Was mir persönlich jetzt, ich meine, der Kalender ist ein Top geworden, aber ich bekomme leider nur 50. Und ich habe 100 Top-Kunden und ich möchte gerne 100 Kalender verteilen. Das kann ich leider nicht. Ja, das Foto mit dem Bagger, mit der Abbruchzaun hat Sturm mit unserem Firmenbild, weil wir Abbruch- und Erdbauarbeiten machen. Und es ist halt ein bisschen spektakulär und wir wollten mir das Bild eigentlich ein bisschen hervorheben durch dein. Und nächstes Jahr im Jahr 2010 ist die Firma Booster wieder mit dabei? Selbstverständlich. Mit einer Auflage von 600 Stück steht der Kalender den teilnehmenden Firmen zur Verfügung. Und aufgrund der großen positiven Resonanz ist auch für das Jahr 2011 ein Fotokunstkalender geplant. Hierfür werden bereits Gespräche mit internationalen Designern geführt. Wir dürfen also gespannt sein. Alle Infos rund um den Fotografen Robert Steiner gibt's natürlich auch auf seiner Homepage www.rsphotography.at.